Und damit geht's weiter hier im vierten Part zu Baldur's Gate 3. Wir sind gerade hier frisch in der City angekommen. Im letzten Part haben wir uns ja noch vor den Toren der Stadt mit Goblins geprügelt und sind dann doch zu guter Letzt noch ziemlich in eine Mine oder sowas gelaufen, explodiert, halbtot alle. Ja, und jetzt sind wir hier frisch in der City angekommen. Mit unserem Trupp da draußen sind noch Berge voll Blut und Leichen. Wir gucken mal, ob wir uns in der City heilen können und was uns hier erwartet. Also unser oberstes Ziel ist es natürlich immer noch, diese Würmer aus unserem Gehirn rauszukriegen. Und ich bin übelst gespannt, wo wir hier Hilfe bekommen. Hier vorne treffen wir gleich auf die Dudes. Da sind sie schon. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Chillt mal, Alter. Genau, die Dudes hier sind waren unterwegs wohl im Wald, haben dann aber die Goblins irgendwie aufgescheucht und hatten die Goblins am Hintern und sind dann mit den Goblins zu der City, wollten halt Sicherheit und Schutz. Ja, und dann sind Leute gestorben, leider. Bei dem Angriff, und das ist natürlich nicht so cool. Und jetzt ist er hier der Chef von den, oder der Wachmann oder was, der ist natürlich jetzt ist ziemlich sauer. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie es weitergeht. Als Schurk kann ich hier was sagen, das ist immer cool. Ich habe schon blutigere Kämpfe erlebt. Ihr hattet Glück. Okay, wo ein Goblin ist, sind auch 10. Okay. Druide, diese Goblins machen keine Gefangenen. Ich mach mal den flotten Schurkenspruch, Alter. Hallo, da bist du wieder? Show some respect. This man saved your pathetic life. Well, I didn't ask for any goddamn help. Ja klar, du bist ja in die City gerannt, Alter. Hilfe, Hilfe, mach auf! Echt, ey. Oh, Motiv erkennen. Siehst du, das ist auch wieder cool, ne? Zack, zwischendurch eben, kurz ausgewürfelt. Kann ich seine Motive erkennen? Erkenne ich, was er vorhat? Zack, erkannt. Und jetzt können wir mit den Leuten quatschen hier. Erzähler, Weisheit. Okay, Weisheit. Bin ich relativ hoch drin, das ist ganz gut. Aber ich muss auf jeden Fall noch mehr Charisma pushen. Motiv erkennen. Sein Augenlid zuckt, er rastet gleich aus. Schluss jetzt. Beruhigt euch. Einschüchtern basiert auf Charisma wieder. Zum Schlag gegen den Menschen ausholen. Den Tiefling eine verpassen? Was? Nee, warum soll ich das machen? Überzeugen, auch auf Charisma basierend. Gewalt bringt, ja genau, machen wir das mal. Wir versuchen es. Wir müssen eine 20, nee, eine 15 müssen wir würfeln. Plus 2. Oh nein. Oh, jetzt gehen sie sich an die Kehle, Alter. Jetzt passiert sie wieder. Oder? Oh, ich kann erneut würfeln? Inspiration einsetzen, ja. Oh, es hat geklappt. You're right. There's too much at stake. Oh, Glück gehabt. The both of you. Enough. Squabbling is pointless. The goblins have found us. Zusätzlich hatten wir gerade oben in der Ecke die Meldung, dass eine von unseren Begleitern das sehr gut fand. Ja, er heilt sich einfach mal ein bisschen, ne? Könnte er uns auch mal ein bisschen heilen, warum auch nicht? So, apropos heilen. Kann hier irgendwer noch ein bisschen rumheilen? Nee, ne? Machen wir das mal so. Können wir... Oh, ich kann das auf groß stellen. Ist wahrscheinlich nur Gewohnheitssache, oder? Ich lasse es aber erstmal noch so.
Nee, also ich muss auf jeden Fall mal irgendwie heilen. Rasten kostet schon wieder Zeit. Also laufen wir erstmal ein bisschen weiter, gucken uns hier die City an. Ich bin sehr gespannt, was hier abgeht. Das ist ja eine City von den Tieflingen, ne? Forgive that display. Anadin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Yo. Thank you. Entspann dich. I'm Zevlor. Zevlor, alles klar. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this group. Okay. Aber ich sehe doch aus wie einer von euch, Alden. Alter, ohne Scheiß, ich mach das jetzt, ne? Ich verwandle mich jetzt zu einem von denen. Warte mal ab, ey. Ich habe keinen Streit mit Druiden. Ach so, das waren Druiden, die in den grünen Klamotten? Ich muss einen Heiler finden. Goblin got you. The Druid Halcyon's a renowned healer. But he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. Na, ja, gucken wir mal, ob die das hinkriegen. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. Alles klar. Können wir die Druiden nicht überreden, es zu lassen? Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. Ah. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Ja, probieren wir es doch mal, ne? Mal sehen, was ich tun kann, auf jeden Fall. I think you should. Yes. Ja. No harm in trying the diplomatic route. Ja, perfekt. Ich muss vielleicht auch mit dem Mage mehr quatschen, weil er der charismatischere Typ ist. Alles klar. Also, als erstes umwandeln in Selbstverkleidung. Starker Tiefling männlich. Elfe, starker Halbelf, starker Tiefling weiblich. Gibt es noch andere Tieflinge? Selbstverkleiden Tiefling. Starker Tiefling. Oh, wo ist der Unterschied? Männlicher, starker Tiefling. Go, go. Oho. Alter. Sieht man zwar nicht, aber jetzt bin ich ein richtiger Tiefling, Alden. So, mal gucken, wie lange das hält. Steht das irgendwo dran? Die Senke entdeckt. Bis zum langen Rasten. So lange bin ich jetzt verkleidet als Tiefling? Ja, das ist ja witzig, ey. Wait a minute. Das könnte sie auch machen. So. Jetzt sind wir schon zwei Tieflinge hier. Sie kann das alles auch nicht, ne? Nee. Cool. Jetzt sind wir einfach welche von denen. Oh, wir hätten vielleicht einen so einen Druidentyp mitnehmen sollen. Aber vielleicht kann ich mich neu verwandeln. Ja, theoretisch kann ich nochmal. Okay. Okay. Nicht schlecht. So, was haben wir hier? What's up for discussion? Moinsen. Refugees, adventurers. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Ah, kein Problem, Alter. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Ich sollte noch einen anderen nehmen. Was verkauft ihr? Just some bits and bobs I no longer need. Kleinigkeiten, sehr gut. Ja, willst du uns... Oh, ich habe ja noch sowas hier. Handschuhe der Macht. Verderben. Bei Nahkampftreffern bewirkst du möglicherweise einen Malus von minus 1d4 auf Angriffs- und Rettungswürfe des Ziels.
Na, da machen wir aber mal, das nehmen wir doch mal rein. Wobei er macht eigentlich viel mehr Fernkämpfe, ne? Nahkämpfe macht am meisten sie. Ich gebe das mal rüber. Oh, kann ich gerade nicht. Aber ich hätte gerne das hier verkauft. Verkauft. Ich habe so viel Teller mitgenommen. Aus dem ersten Part. War das der erste Part? Ja, wo wir in dem Dungeon waren, ne? Und da alles geplündert haben. Man weiß halt nicht, ob man irgendwie sowas noch braucht irgendwann, ne? Nachher stehst du da. Also, 169 Waren wert. Will ich denn irgendwas von ihm? Ich könnte mir zum Beispiel jetzt hier diesen Zauberdieb-Bogen nehmen. Ich spiele gerade viel mit dem Bogen, ne? Eigentlich ist er ja ein Schurke. Aber es ist halt gerade in den Kämpfen so praktisch. Der Träger erhält einen Bonus auf Schadenswürfe. Im Moment ist es praktisch, ne, mit dem Bogen. Auch wenn das wahrscheinlich gar nicht so meine ultimative Waffe ist. Wir tauschen das erstmal so, wie es ist. Kann ich hier handeln? 169. Händler will mit diesem Angebot zufrieden sein. Können wir nicht ein bisschen irgendwie gambeln? Offensichtlich nicht. Oder gerade noch nicht? Oh, hier war Handeln. Handeln, tauschen. Na gut, egal. Also, erstmal raus damit. Wir haben einfach getauscht. Geld gegen das, alles klar. Danke dir, ich bin mein Schrott losgeworden. Wir gucken aber nochmal kurz rein hier. Ich hätte noch den anderen Schrott hier loswerden können, aber auch das sind alles solche Sachen hier von diesem komischen Gedankenschindern. Ich heb das nochmal auf, wer weiß wofür. Wir geben 0 bis 9 Schaden. Okay, so. So. Also, 4 bis 13 Schaden auf dem Zweihänder. Er ist hier direkt mit dem Staff unterwegs. Sie soll auch mit der Keule unterwegs sein. Ich weiß nicht, warum hier die ganze Zeit die Armbrust ausgerüstet ist. So. Und ich bin die ganze Zeit hier mit dem Bogen unterwegs. Was eigentlich nicht schlecht ist. So, mal eben alles wieder sortieren. Das ist auch die beste Funktion, ne? Sortieren nach Typ. Einmal eben alles wieder sortiert hier. Perfekt. Und immer noch viel zu viele Waffen dabei. Ich brauche das doch gar nicht. Wahrscheinlich brauche ich das nicht. Du kriegst mal hier diese Handschuhe. Jawohl. Das ist doch schon mal ganz gut. Und wir machen so erstmal weiter. Und sie hier muss sich gleich nochmal verwandeln. Kann sie nochmal. Und zwar muss ich mal gucken, was diese Druiden da sind. Drachenblütig. Wenn wir mit den Druiden doch handeln müssen. Oder mit denen, die irgendwie überzeugen müssen. Dann wär's doch... Die schreien ja warum, ey. Dann wäre es doch, glaube ich, ganz gut, wenn wir irgendwie einer von denen, wenn das so Einheimische sind, sozusagen. Weil die hier. Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate. Das sind doch eher so Sklaven. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Ja, Mann. Oh, yell louder. That's fine too. Ihr solltet alle bleiben. Jede einzelne Klinge kann den Unterschied ausmachen. Toi, toi, Alter. Komm, überzeug sie. Plus 2. Glück gehabt. Wir packen das. Thank you. It's the right thing to do and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Ja, Mann. Fine, I'll stay too. Die paar ollen Goblins, die machen wir doch platt, Alden.
Thank you, Roland. Sehr schön. Aber ohne Mist, ich muss mehr mit Ihnen hier rumrennen. Gerade bei solchen Sachen, die auf Charisma beruhen. Das ist schwierig hier. Ey, hier ist der Typ von dem Fight. Ein Hexenmeister oder irgendwie sowas war das. Kann das sein? Mit wem quatsche ich den denn jetzt an? Mit dem Mage? Der könnte ein bisschen arrogant sein, ne? Ich glaube, da gehe ich auf ihn hier wieder zurück. Give me a best shot. En garde. Herr Kleiner. Again. Auf dem Arsch. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Alter. Come on. I believe in you. You can do this. Ist so, ey. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward. Das Lächeln. Oh nein, der hat auch so einen Wurm im Kopf. The blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe. Alter, ist doch mal gut jetzt. Hell's great fires. You are on the ship. Ja, Mann. Und wir sind beide mit einem Parasiten befallen. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet. Uns sind keine Tentakeln gewachsen. Could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Deswegen habe ich bei ihm so viel Int und Weisheit und sowas genommen, damit er einfach so Geschichtswissen hat und sowas alles. Das ist natürlich schon praktisch. Jetzt muss er echt noch Charisma pushen. Dann läuft das, glaube ich, gut. Ihr tummelt euch also mit Teufeln. Ein Advokat des Teufels. Glaubt ihr, dass ich Blut kriege? Ja, gehen wir mal so ein bisschen geschichtlich drauf ein. That ship sailed the Styx already. All I can hope for is to limit the damage. Her name is Karlach. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Wir sollten uns zusammenschließen. Ja. Ich suche nach einem Heilmittel für die Infektion. Just so you know, my first duty is Karlach. I'm oath-bound to go after her, but I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. Aber können wir denn 5 Leute haben oder waren 4 maximal? When the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Geht in mein Lager, wartet dort auf mich. A splendid plan. We'll talk more there. Einverstanden, okay. Ich glaube, 4 sind maximal, ne? Das ist nice. Das können die Lümmels hier alleine üben. Er ist einfach abgehauen. Ich
Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem hier noch quatsche. Oh, hier ist noch eine Kiste. Aber da kann ich ja nicht einfach dran, ne? Ja, Mann. Tja, die Kids, Alter. Die sollten überhaupt nichts damit am Hut haben. Seid stark und wacht über eure Sippe. Ihr werdet alle sterben. Alter. It's that, or teach them to beg for their lives. The goblins will chase us to Baldur's Gate, and these kids know it. A warrior like you could lift their spirits. Ja. Ich werde sie inspirieren, indem ich das ganze Goblin-Lager niedermache. So ein Ding ist das. Thanks. Wie es abgeht. I prefer when they smile. Alter. So. Wo waren die Druiden? Und wo bin ich hier überhaupt? Auch abgeschlossen? Darf ich da überhaupt nicht rein? Kann man da rein? Da ist ein Schmied, okay. Auch nicht schlecht. Wieder Bücher, Holzfässer. Ich muss aufpassen mit dem Diebstahl, ne? Wir gehen mal hier hin. Okay, hier liegen so ein paar Sachen rum. Kisten, jawohl. Und hier kann ich sogar looten. Verschlossen, nicht mehr lange. Komm. Oh. Oh. 10, 14, 15, 14. Verdammt. Nochmal versuchen. Als ob ich das Schloss nicht aufkriegen würde. Geht doch. Easy. Alter, wegen 4 Gold. Na, das hat sich ja gelohnt, ey. Hammer und Seil. Und das sind Handschuhe. Hallo? Eingesteckt, Holzkiste, nichts drin. Okay. Nee, ich hab dich nur aus Versehen angeklickt. Danke. Ich muss, glaube ich, mit denen auch quatschen, ne? Also man muss irgendwie so ein bisschen socializen und so Sachen. Ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Was haben die hier? Eine kaputte Laute. So, rennen wir mal weiter. Okay, jetzt geht's hier ab. She's a thief, Hellspawn. And you will wait for Corga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrishev, or I'll rip your damn throat out! Okay. Ich wollte gerade sagen, ich will mich nochmal umwandeln. Aber ich glaube, die sind aus verschiedensten Völkern. Ne, hier so ein kleiner ist ja auch dabei. Ich quatsch mal mit der. We could help each other. Fight the
goblins together. Instead, these fools are trying to chase the goblins, bla bla bla, das wollen wir nicht. Sie war, glaube ich, gerade Wortführerin hier, ne? We need to get Arabella out now. You heard the guards. They're waiting on Corker to give word. I'd sooner trek through the nine hells than trust that snake. Ugh. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Okay, das ist natürlich mieser Scheiß, ne? I told her I wish the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. This grove is like a cauldron about to boil over. I say we check in on the child, make sure she comes to no harm. Ja, Mann. Okay. Diebe müssen bestraft werden, bla bla. Thank you. Wir quatschen mit denen. They won't give us the time of day. Hurry. Gucken wir mal. Gucken wir doch mal, was wir da machen können und ob wir da was machen können. Kann ich mich nochmal umwandeln? Starker Elf. In den Elf. Was das mit dem Starken zu tun hat, ne? Halb Elf, Elf. Ich nehme mal den Elf. Starke Elfe, starker Elf. Oho! So. Jetzt bin ich voll der Legolas, Alter. Jo, wir gehen da mal hin. Ja, moinsen, Ibims. Ja, entspann dich, Alten. Come, Magwin. Give him a chance. You gib ihm eine Chance. Back. Ohne mich hätten die Goblins euch überrannt. Genau. A moment, Giona. What? Oh. Huh. I understand. You. Apparently Corga wants to see you. Go ahead. Okay. Na siehste mal, können wir doch rein. What can you tell me about this place? Ihr täuscht niemanden. Oh, die hat das sofort erkannt, dass ich verwandelt bin. Das ist natürlich der nächste Punkt, ne? So, wait, wo müssen wir hin? Die sind hier alle so am rumzaubern. Okay, das kann man greifen, Aber darf man nicht greifen. Hier rennen so Schweine rum. Ja, geil, Alter. Jutesäcke, alles voll Sachen und ich darf es nicht klauen, Aber hier kann ich ein paar Kräuter nehmen, ne? Die sind free, Alter. Alchemie. Huh. Kannst du eigene Tränke und, jawohl, und Elixiere. Haben wir denn... Da ist noch eine Tafel. Trank der mächtigen Heilung. Was? Tücher. Okay. Ja. Kann man hier rein? Oh, was daneben? Nichts. Wir können da rein. Dann gehen wir da doch rein. Ja, moinsen. Siehste. Oh, ich sollte mal speichern, Please. I'm sorry. This is madness, Corga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison?
a threat? Was? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Na? Girl. You mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Koga. We took back the idol. Surely... Do it. Alter, wie ist sie denn fies drauf, allen? Jetzt kann ich überzeugen oder Gedanken wahrnehmen. Auf was basiert das hier? Das basiert auf Weisheit, okay. Ich muss eine 13 würfeln. Komm schon. Oh mein Gott, komplett versagt. Er denkt, You intrude on the circle. You intrude on my mind. More proof that outsiders must never be trusted. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. Überzeugen. Ich probiere es. Mit Vorteil. Situationsabhängiger Vorteil. 10 Punkte. Der höhere zählt. Beide sind drüber. Yes. She is more valuable out there than in here. Sif, Teela to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin w- Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Alter. Sie macht hier aber die Welle, ne? Also, sie ist raus, die Kleine. Das ist schon mal nice. Inspiration, Tagebuch aktualisiert und so weiter und so weiter. Jetzt wollen natürlich hier beide quatschen, ne? Wir fangen mal erstmal an mit ihr. Woher meine Schmerzen kamen. Na komm, erzähl. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. Jetzt sieht sie ja ganz anders aus eigentlich. Sie ist ja verwandelt. In case your imagination is in danger of getting away from you. Hat mit nichts mit der Larve zu tun. Okay. Bisschen quatschen. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Okay, perfekt. So, das lassen wir alles. Dann ist er dran. Was hat er noch? Ermüdend, ja. Oh, eine Rast, ja, noch nicht so ganz, ey. Alles klar. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffuse the tension between... Ja, komm doch auf den Punkt, ey. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. Alter, die sind alle irgendwie krank. Was ist denn mit denen? Was ist denn da los? Warum ist denn sie und er... Cannot be cured. And I assure you I've left no page unturned in reaching that conclusion.
I can keep this condition under control, as indeed I've done for a significant amount of time, but that was under different circumstances altogether. Home in Waterdeep. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Im Grunde ist es so, ich muss hin und wieder einen mächtigen magischen Gegenstand in die Finger bekommen und sein Gewebe absorbieren. Also müssen wir ihn mit irgendwelchen magischen Sachen füttern, die dann kaputt gehen, so in der Art? Dass ihr hohe Magie verschlingen müsst? I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed another. Das kann natürlich naja, kann man mit umgehen, ne? That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Ja. You have my thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. Was ein Schnacker ist, Alter. Was ein Schnacker ist, ey. Flows with magic infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment that need arrives. So, jetzt mal genug hier. I hope I can count on you. So, fertig? Du willst auch nochmal schnacken? Nö, sie rennt einfach los hier. Okay, speichern nach dem ganzen Schnack. Ganz wichtig. Wir sind immer noch nicht geheilt. Schwieriges Gelände bei mir hier. Oh, ich stehe im Schleim. Mit ihr können wir, doch können wir auch noch reden. I don't want blood on my hands. Go on. Say it. You think I'm a monster? Ja, ein bisschen. Yes, you would say so. I know you're kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs, defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Ja, das wird ja nix, Alden. Du kannst dich ja nicht einschotten hier. Oder abschotten vor allem anderen. Nach deiner Waffe greifen? Was denn, soll ich die jetzt angreifen oder was? Alter, das wäre natürlich mal was. Das wäre natürlich übelst die Eskalation. Aber das wäre. Was verpasse ich dann alles? Außerdem sollen die ja meine Larven aus dem Gehirn ziehen. The right of thorns. It is the tree father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. Ah, jetzt kommen wir dazu. Zu dem Wachmann da von den Tieflingen. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the outlander rot cleansed and the grove forever shrouded. Tja, das ist natürlich ein Ding, ne? Okay.
So, was haben wir denn jetzt hier noch? Oh, Alter, wieder eine Lagertruhe. Alter, ohne Scheiß, ich muss hier mal versuchen. Was ist denn hier hinten noch, ey? Oh, Alchemie. Und noch eine Kiste. Sag mal, kann ich hier nicht die Kisten... Kann ich hier nicht die Kisten looten? Kannst du doch nicht ausdenken, ey. Elfe. Männlicher Gnom. Ich verwandle dich mal wieder zurück. So. Fühlt sich auch direkt wieder... Naja gut, jetzt sehe ich ein bisschen anders aus, aber fühlt sich auch wieder einigermaßen gut an. Und wir müssen mal eben... Wahrnehmung fehlgeschlagen. Oh oh. Was ist mit ihr? Interest. Was denn? Was hat sie denn entdeckt? Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Was hat sie denn entdeckt? Oh, die Steintür, maybe, oder? Schloss knacken. Klar, ist ja auch keine... Aber gibt es hier irgendwo einen versteckten Hebel oder sowas? Handschuhe. Ich wollte aber was ganz anderes. Ich wollte einen auf diesen hier. Verstecken. Ja, Mann. Und jetzt speichern. Und jetzt Schloss knacken, Alten. Ausgezeichnet. Shh. Weiter geht's. Wir nehmen alles mit. Ui. Schlafsack. Kann ich ihn auch noch beklauen? Ah, das wäre der Oberhammer. Direkt nochmal speichern. Best get in and out. Not up for trading today, I'm afraid. Oh mein Gott. Oh, wie ist das gut? Oh mein Gott, ist das. Alter, das ist ja der Oberhammer. Das ist ja der Oberhammer. Vivan-Gift. There's a pickpocket operating nearby. You feel the arrow of suspicion pointing your way. Die hat mich erwischt im Nachhinein. Du spürst, wie der Pfeil des Verachtens sich auf dich richtet? Your honesty speaks for itself. It seems you're free to go. The thief's been emptying pockets around here. You might want to allay some suspicions before. Alter, weil ich in der Hocke bin. Täuschen, überzeugen, einschüchtern. Fünfzehn. Oh, das ist viel, aber plus zwei. Oh mein Gott. Wir dürfen noch mal. Komm, 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 komm. Oh. Time.
muss sofort aus dieser Hocke raus. Das war das Problem. Die hat mich gesehen, wie ich da am Rumkriechen bin. Alter, heikle Situation. Weil ich noch in dieser... Ich kann es jetzt hier nicht machen. Weil ich jetzt noch gerade... Was ist das? Taste... Untersuchen. Ist das auf C? Ist es. Verstecken erfolgreich. Essen. Karotte, verfaulte Karotte. Verletzter Vogel. Also ganz verrücktes Ding. Ich muss aber erstmal eben hier vorne schnell hin. Ich vase hier Kiste, Alter. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Was war V? Oh, stoßen. Okay. So, das war schon mal gut und wichtig. Wir haben hier ausgiebig... War der nicht gerade noch orange? Jetzt ist er nur noch normal magisch. Weavern Gift. Egal. Überzieh deine aktive Waffe mit einem Gift. Ja, nehme ich einfach drauf. Kann ich ihn anlegen? Kann ich gar nicht. Selten. Warum kann ich den denn nicht tragen? Einmalige Verwendung. Nee. Nur für Nahkampf? Ich behalte das mal in den Taschen. So, was ist das denn hier mit dem Alchemie? Destillierglas. Destillierapparat aus Glas. Muss ich das mitnehmen? Kann ich... Sieht die mich da hinten? Nein, also. Kann nicht... Okay. Ja, wir müssen mal weiter hier. Ich bin, erstmal habe ich hier schon einiges geplündert. Und zum anderen... Bücherregal. Hier ist noch eine Kiste. Just out of view. Magie. Ich weiß nicht, ob ich sowas brauche. Es ist ganz schwierig gerade für mich, ob es Bücher gibt, die vielleicht Wissen enthalten, welches ich mir durchs Lesen einfach aneigne, sozusagen. Also nicht ich als Spieler, sondern der Charakter. Das ist natürlich die große Frage. So, wir gehen erstmal wieder als Gruppe. Also hier ist schon mal gut zu wissen, hier gibt es noch irgendwo was anderes. Hier ist eine versteckte Tür. Die Frage ist, ist diese Tür, oder warte mal, da sind noch ihre Handschuhe, die kann ich klauen. Ist diese Tür ein Ausgang oder der Eingang? Das ist natürlich dann die Frage.
So. Dann gehen wir direkt weiter. Flaschenregal, Heiltrank, Wasserkaraffe, Flasche hinter mir. Inventory. Was haben wir hier? Normale Handschuhe, die können auch nichts Besonderes. Kann ich die wegwerfen? So, jetzt haben wir hier Kisten. Oh, hier geht's weiter. Der nächste Raum. Oh. Verstecken erfolgreich. Okay, wer rennt da hinten rum, der mich sieht oder sehen kann? Best keep your hands to yourself. You're being watched. Wait a minute. Speichern. Gruppe einzeln. Er hat einfach nichts dabei. Nur ein bisschen Gold. Alter, ohne Scheiß. Pickpocket ist ja natürlich. Taschendiebstahl ist natürlich mega gut, ey. Nein, jetzt schreit er, haltet den Dieb. Pfeil des Eises. Nehmen wir alles mit. Alter, direkt noch eine Truhe hier. Schloss knacken. Warum ist das rot? 10 nur. Ja, du bist irgendwie ein komischer Freak, ey. So, jetzt habe ich den kurz abgelenkt. Schloss knacken, habe ich doch gerade schon. Komm schon. Wirklich? Ach, come on. Ach, come on. So schlecht. Jetzt kann ich es nicht abbrechen, ne? So. Und wieder. Nächstes. Erfolgreich. Halb zerrissene Notiz, Blutstein. Ich nehme das mal alles mit, weil das in so einer abgeschlossenen, versteckten Kiste war. So. Ja, sonst schwierig. Ich sehe auch gerade noch nicht viel. Wir rennen mal als Gruppe hier noch ein bisschen rum. Keine weiteren Kisten. Einer Hälfte der Seite winden sich gewobene Gebete, Beschwörung, bla bla bla, Dorn. Ja. Oh doch, das war Aktualisierung. Also irgendwo gibt's hier einen Geheimgang.
Die Frage ist, kommt der da hin oder kommt der oder gehen wir da raus? War hier nicht auch noch ein Eingang? Oh, hier ist da auch noch was. Ne, Moment, hier kamen wir rein, ne? Hier kamen wir runter. Links hier waren wir noch nicht, ne? Oder doch? Doch, hier waren wir jetzt gerade eben. Rechts waren wir noch nicht. Gibt es überhaupt ein Rechts? Nicht so wirklich. Okay, die Person guckt natürlich genau auf die Kiste. Kriegen wir den irgendwie abgelenkt? Komm du mal eben her. Please leave. Our hospitality has limits. Oh. They were crossed long ago. Oh, Alter, er ist aber pissed. Please leave. Kann ich ihn irgendwie... Naja, wenn ich ihn angreife oder einem auf den Kopf hau. I asked you to leave. Staying will only disrupt the balance of this grove. Das Gleichgewicht des Hains wird gestört. Ich kann auch nicht irgendwie hier eine Flash auf den Boden schmeißen, eine Rauchgranate, whatever. Ich weiß auch nicht, ob das der Zweck des Ganzen hier ist. Aber ich würde ja trotzdem gerne... Okay, dieses Bücher... Oh-oh. It's clear not everything you find is at your disposal. Geschichte des Heinz. Oh, jetzt waren sie alle pissed. Okay, ich glaube, jetzt sollten wir langsam gehen. Jetzt sollten wir aber auch langsam gehen. Ja, hilft auch alles nichts. Hilft alles nichts. Gucken wir mal eben. Steintafel. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildling sworn. The mural depicts a ritual, Rettungswurf, Religion. Recognize the deity involved. Gescheitert? All's well that ends. Not as bad as it. Lass mich nochmal ran, Alter. Tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildling sworn. The mural shows Druids claiming the grove in the name of the old oak, altes Wissen und so. Sylvanus, god of nature. Okay, ich glaube, ich hau hier einfach jetzt mal ab. Ich weiß nicht, was wir hier noch zu tun haben. Ob es hier noch was zu tun gibt. Wir haben... Wait a minute, wir haben doch hier... One day I'll catch a break. Da leuchtet doch noch was. Stell Nachforschung an zu. Stell Nachforschung an. I need a quick word. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Scheint gefährlich zu sein. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Tja, Alter. Wer ist euer wahrer Anführer? Perhaps Goblin Court. Okay. Perhaps dead. Vom Goblins gefangen. Hold her to task. Stop this damn ritual. We'll die if the rite is finished. So many more sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Na, guck mal, wenn wir den Halsin zurückholen, den Oberdruiden, dann wird doch hier wahrscheinlich alles gelöst, Sylvanus' blessing upon you and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Das wär's, Come, Silver. Stay close. Das wär's doch,
Ja, also, ich glaube, das probieren wir einfach so aus. Direkt nochmal speichern. Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your disposal. Ich habe hier wieder auf die Kiste geklickt, Alter. Ich soll das einfach mal lassen. Ich soll einfach mal langsam rausgehen, ey. Bevor die mich gleich rausschmeißen. Oh wait, was ist denn Ditter? Wait a minute. Wait a minute, wait, 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 wait. Gibt es hier eine Möglichkeit, heimlich reinzugehen, ohne dass die einen sehen? Und wenn ja, warum? Mal eben die Gruppe wieder auflösen. Er geht nochmal schnell runter. Warum sollte man das machen? Forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. The mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious, and yet the monsters have returned. Ich guck noch mal auf der Map. Wir haben hier immer noch stellt Nachforschung. Und das ist das hier. Ruft Heilerin bla 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 zur Hilfe. Siehst du, das war der eigentliche Grund. Wir rennen nochmal eben hier hin. Zu der Heilerin. Wir quatschen die auch nochmal an. Auch wenn ich sie erstmal schön beklaut habe nach allen Regeln der Kunst. Aber vielleicht kann sie uns helfen und unsere komischen Würmer aus dem Kopf rausholen. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Charismatisch ist er hier, der Magier, am meisten. Gespür verbessert, Zauber, Druide, Kleriker, Waldläufer, 13, 17 in Weisheit. Wir lassen ihn, glaube ich, trotzdem quatschen. Hi. Just give me a moment. Klar, kein Problem. A moment. Please, Medica. There. It's up to her now. Life or death. Now. Ja, ich hab hier so einen Wurm im Kopf, Alden. Wie wär's, You found her, but I still don't know what she can do for you. Ja, die Würmer, Alden. Ich brauche Heilung. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Huh. Ich habe eine Larve im Kopf. A tadpole. A mind flayer tadpole. Ja, Mann. Alter, vielleicht könnte man mit, wenn man mit Tieren reden macht, mit der Larve reden. Und sagen, Alden, geh mal raus. Das wäre natürlich auch ein Ding. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Alter, ja, Mann. This way. Alter, sie macht hier einfach. Sie macht hier einfach alles auf. Wir haben übrigens alle die Larven im Kopf. Oh, er hat auch schon versucht. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Aus dem Kopf rausgekrabbelt. Seems so. Gave Master Halson a right start. Ist klar. It's why he joined the adventurers on their expedition.
to find out what was happening. I pity you got me instead of him. He understands these things, studied them. Mit diesem Ding kriegt das raus. We have options. Wir haben die Option. Let's see what we can do. Alter, das ist ja der Oberhammer. Naja, perfekter Zeitpunkt, um zu sagen, beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht. Von daher, einschalten nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen da lassen. Danke dir und bis zum nächsten Mal.